Ich steige von meinem Shotgun-Mikrofon auf ein Lavalier-Mikrofon um, nämlich das Holyland LAC M2. Warum ich das mache, wie gut das Ganze funktioniert und welche Erfahrungen ich bis jetzt gemacht habe, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Hallo und willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Falls du ganz neu auf dem Kanal bist, hier geht es um die Themen Webdesign, Online-Business und Work and Travel. Ja, und zwischendurch auch so kleine Tech-Reviews über mein Tech-Setup. Weil das passiert meistens in Situationen, wo ich auf ein Problem stoße bei meinem Technik-Setup und mir dann denke, okay, das könnte anderen da draußen vielleicht auch helfen, dann mache ich so ein kleines Video darüber. Wenn du bereits meinen Kanal abonniert hast und dir denkst, was soll das, ich will wieder Webdesign- und Online-Business-Videos sehen, dann keine Sorge, die gibt es auch wieder in Kürze. So, aber jetzt zu diesem schönen Gerät hier. Kurz zur Ausgangslage. In meinem letzten Video habe ich schon berichtet, dass ich gewisse Probleme hatte. Ich benutze nämlich für mein Video-Setup, für alle meine YouTube-Videos, eine Action-Cam, also eine DJI Action 4. Ich habe bis jetzt immer ein externes Mikrofon dafür benutzt. Das war einfach ein gut und günstiges Shotgun-Mikrofon, also so ein kleines Mikrofon, was man auf die Kamera montieren kann. Und dafür braucht man eben einen Audio-Adapter. Der Audio-Adapter von meiner alten DJI-Kamera passt leider nicht auf die neue Action 4. Und deswegen habe ich irgendwie das letzte Video gemacht, wo es eben darum gegangen ist, dass so viele Adapter bei mir irgendwie nicht funktioniert haben und schlechten Ton geliefert haben. Meine Option war jetzt einfach, okay, ich kaufe mir den Original DJI Audio Adapter, der kostet so um die 45 Euro, plus ein neues Case dazu, damit ich das Shotgun-Mikrofon wieder befestigen kann. Da ist man auch gleich mal auf 40 Euro für das Case, also in Summe so um die 85 Euro nur für das Case und den Audioadapter. Das war mir irgendwie zu viel, wenn ich mir denke, das Mikrofon kostet allein nur 40 oder 45 Euro. Warum soll ich da jetzt 85 Euro noch ausgeben, damit ich mein altes Mikrofon wieder benutzen kann? Und daher habe ich für mich die noch bessere Lösung gefunden. Ich stecke um auf ein Lavalier-Mikrofon. Was ist ein Lavalier-Mikrofon? Das ist eben so ein Ansteckmikrofon, was man sich irgendwo auf die Kleidung anstecken kann. Das Ganze auch wireless, also ohne Kabel irgendwo verkabelt. Und das hat mehrere Vorteile. Zu den Vorteilen komme ich jetzt, weil ich zeige dir auch dann gleich, was da alles dabei ist und wie gut das funktioniert. Jetzt gerade hörst du noch den Ton einfach über die Action 4. Ich werde mir das dann im Laufe des Videos anstecken und testen und da wirst du den Unterschied dann gleich hören. Shotgun-Mikrofon im Vergleich zu Lavalier-Mikrofon. Also das Shotgun-Mikrofon ist eben auf eine Richtung ausgerichtet. Ja, ich hatte das immer einfach auf der Kamera montiert. Nachdem ich meistens vor der Kamera stehe, ist dieses Shotgun-Mikrofon direkt auf mich gerichtet und nimmt dadurch guten Ton auf und nicht den Ton, der hinter dem Mikrofon liegt oder irgendwo Nebengeräusche aufnimmt. Das war für mich einfach eine gut und günstige Lösung. Dieses Shotgun-Mikrofon hat vielleicht 40, 50 Euro gekostet und hat super funktioniert. Im Vergleich jetzt aber dazu, dieses Lavalier-Mikrofon, das stecke ich mir eben hier an und somit ist es komplett egal, wie weit ich von der Kamera entfernt stehe, aus welcher Richtung ich bin, wie weit ich rüber, links, rechts gehe. Es wird immer der gleiche Ton sein. Ich kann sogar irgendwo weit, weit weg sein von der Kamera und man hört mich immer noch klar und deutlich, was beim Shotgun-Mikrofon nicht der Fall war. Da merkt man schon den Unterschied ab 2-3 Meter Abstand vor der Kamera. Der zweite Vorteil bei so einem Lavalier-Mikrofon wie dem Holyland LAC M2, zwei Mikrofone dabei sind. Also ich kann zum Beispiel dann auch Interviews führen, das heißt, dass ich ein Mikrofon habe und auch eine zweite Person dieses Ansteckmikrofon drauf hat und der Empfänger nimmt von beiden Personen den Ton in sehr guter Qualität auf. Mit dem Shotgun-Mikrofon wäre das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger gewesen, weil wir dann wahrscheinlich dichter zusammenstehen müssten, weil das Mikrofon ja immer nur eine gezielte Richtung aufnimmt. Und somit wäre vielleicht die Lautstärke von beiden Personen unterschiedlich gewesen und das bedeutet auch viel mehr Arbeit in der Nachbearbeitung vom Ton. Kommen wir nun zum Holyland LAC M2. Warum ist es genau dieses Lavalier-Mikrofon geworden? Ich habe mir auch viele Tech-Reviews von anderen YouTubern angeschaut, viele Tech-Berichte, viele Testberichte durchgelesen, viele Tests angehört auf YouTube und für mich war es einfach preis-leistungsher die beste Wahl. Wenn man jetzt nach einem Lavalier-Mikrofon für die DJI Action Cam sucht, dann findet man als erstes natürlich das Mikrofon von DJI selbst, das ist das DJI Mic 2. Ist vielleicht von der Qualität ein bisschen besser, aber die Audioqualität von Holyland hat mich schon überzeugt. Für meine Zwecke reicht das komplett. Beim DJI Mic ist man irgendwo bei 350 Euro, bei dem Mikrofon bin ich bei etwa 140 Euro. Der nächste Punkt, warum das Holyland? Ich finde es einfach genial, wie Holyland da mitgedacht hat. Einerseits schaut man sich einmal die Größe des Mikrofons an. Das ist wirklich nur noch so ein Knopf.
Also die meisten Mikrofone sind etwas größer, auch das von DJI ist größer und das fällt eben kaum auf. Ja. Wenn man da so ein Riesenmikrofon hat, dann ist das nicht so schön im Video. Mit so einem kleinen Teil an der kleinen montiert, ist das so kompakt und nimmt trotzdem genialen Sound auf. Wie gesagt, gut mitgedacht, weil befestigt wird das nicht einfach nur mit einem Clip hier irgendwo, sondern das Ganze mit einem Magneten. Und hab schon befestigt, hab nicht so einen hässlichen Clip hier irgendwo. Also das mit dem Magneten finde ich schon sehr praktische Funktion, weil das kann man ja auch auf alles Mögliche dann montieren, was eben magnetisch ist. Wenn man das aber nicht mag, gibt es trotzdem Clips dazu, das heißt die Clips sind dann magnetisch und man kann sofort auch diesen Clip verwenden, wenn einem das besser liegt oder einfacher ist. Wer das alles nicht mag und irgendwo bei der Kleidung herumtun will, für den gibt es auch eine Halskette, das heißt da gibt es ein Gegenstück, wo dann eine Halskette dabei ist und die kann man sich einfach dann umhängen. Finde ich persönlich jetzt nicht ganz so schön, ich mag das lieber mit dem Magneten, aber finde ich ganz coole Idee einfach. Das nächste kleine Feature, es ist nur eine Kleinigkeit, aber wo ich sage, da hat HoloLens wirklich mitgedacht, ist das White Labeling. Weil hier hat man das HoloLens Logo drauf, aber HoloLens liefert einfach zum Mikrofon dazu eine Anzahl an verschiedenen Aufklebern, die man hier einfach draufkleben kann. Da sind zwar einige so Smileys drauf und so, dass man einfach hier einen Smiley hat. Das ist vielleicht ganz witzig, ja. Ich finde es jetzt nicht so professionell, deswegen habe ich das lieber clean, entweder weiß oder schwarz. Deswegen gibt es auch rein weiße oder rein schwarze Aufkleber dazu. Und dann schaut das Ganze nicht mehr so aus, sondern so. Und wenn ich den jetzt befestige mit dem Magnet, dann ist das Ganze schon viel unauffälliger. Allein wie klein das Mikrofon ist und dann auch noch einfach schwarz, das Gesamtbild am Video wirkt einfach viel, viel harmonischer, als wenn da irgendwo ein Logo drauf ist. Schauen wir uns noch an, was sonst noch dabei ist. Also einerseits, wir haben ja das Case, was gleichzeitig das Ladecase ist. Das heißt, die Mikrofone kommen einfach nur hier rein und werden aufgeladen. In der Mitte drin befindet sich noch der Empfänger. Finde ich auch cool, weil eigentlich ist der gedacht für Smartphones, ja, dass man den einfach unten ans Smartphone dran macht. Und somit kann ich das Mikrofon ganz einfach auf der Action 4 oder auf meinem Smartphone verwenden. Insgesamt wirkt das alles sehr hochwertig. Natürlich, es ist Kunststoff, aber sieht wirklich ganz gut aus in dem Mattgrau und alles schön verarbeitet. Und auch das Ladecase an sich ist sehr kompakt. Ich glaube, das von DJI ist etwas größer. Und somit nimmt es auch nicht zu viel Platz in meiner kleinen Techniktasche weg. Ich denke, nun kommen wir zum interessantesten Punkt. Wie hört sich das Ganze jetzt an? Du hörst ja, wie gesagt, immer noch den Ton, so wie er von der Action 4 aufgenommen wird. Und jetzt mache ich mal den Test, wie sich das anhört. Ich stecke jetzt dazu einfach mal den Audioadapter hier an. So, Mikrofon ist jetzt auf meiner Kleidung befestigt. Du wirst jetzt sicher schon den Unterschied hören. Also der Ton ist einfach viel satter, viel schöner, weniger Hall. In Summe einfach viel, viel besser als zuvor. Meiner Meinung nach auch viel, viel besser als die Aufnahmen mit meinem Shotgun-Mikrofon. Ich habe da jetzt leider keinen Vergleich, aber du kannst dir gerne das Testvideo von dem Shotgun-Mikrofon anhören. Dann wirst du sofort den Unterschied hören. Wie vorher erwähnt, egal wo ich mich jetzt befinde, wenn ich da weiter wegrutsche, irgendwo aus dem Bild rausgehe oder weiter weg sitze, der Ton bleibt einfach immer derselbe. Ich könnte genauso jetzt aus dem Raum gehen. Die Tonqualität bleibt dieselbe und man würde mich immer noch sehr klar verstehen. Es gibt dann noch eine zweite Funktion, nämlich wenn ich da einmal drauf drücke, wird die LED auf dem Mikrofon grün. Auch am Empfänger sehe ich, dass es jetzt grün ist, damit ich nicht immer runterschauen muss. Jetzt ist das Noise Cancelling eingeschalten. Das eignet sich natürlich viel besser, wenn man Outdoor ist. Da wird es dann demnächst auch noch ein kurzes Video geben. Wenn ich zum Beispiel irgendwo auf einer Straße stehe oder viel Hintergrundgeräusche habe, dieses Noise Cancelling einschalten, hier werden dann automatisch Hintergrundgeräusche entfernt. Man muss jetzt vergleichen, meine Stimme hört sich vielleicht dann nicht mehr ganz satt an. Das muss man aber in einem Outdoor-Test dann machen. Ich schalte jetzt mal wieder zurück auf den normalen Modus. So viel mal zum Mikrofon. Für Outdoor selbst gibt es aber auch diesen Windschutz, wie man den kennt. Den kann man direkt über das ganze Mikrofon draufgeben. Also wenn es doch Windgeräusche gibt, dann kann man das auch noch zusätzlich befestigen. Und das verhindert dann Windgeräusche direkt am Mikrofon. Wie gesagt, Test für Outdoor folgt dann noch. Eine Sache gibt es noch zu beachten für die Verwendung von diesem Empfänger mit der DJI Action 4. Es ist nämlich so, der Empfänger passt zwar direkt auf die Kamera drauf, aber der Ein- und Ausschalteknopf ist dann nicht mehr so einfach zu bedienen, weil das genau dort anliegt. Und was noch ist, wenn man das originale Case von DJI dann auch noch verwendet, so wie ich das mache, dann kann man den Empfänger nicht mehr anschließen. Deswegen habe ich mir noch um 1-2 Euro einfach so eine USB-C-Verlängerung, also so einen kleinen Adapter besorgt, um das Mikrofon besser anstecken zu können. Und so habe ich auch Platz zum Ein- und Ausschalten von der Kamera. Das funktioniert viel, viel besser dafür. Abschließend kann ich nur sagen, für meine Zwecke war das eindeutig die richtige Entscheidung. Bevor ich da jetzt wirklich in den Adapter und ein Case investiere, da habe ich jetzt nicht so viel davon, wie wenn ich ein paar Euro drauflege und habe viel bessere Tonqualität mit so vielen Vorteilen. Preis-Leistung einfach top. Kommen wir noch kurz zum Preis. Also wie gesagt,
circa um die 140 oder vielleicht 145 Euro kostet dieses Mikrofon aktuell. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und meiner Meinung nach bewegt sich das so in der Mitte, weil Lavaliermikrofone an sich bekommt man schon ab 20, 30 Euro. Aber die Qualität davon ist dann eben nicht so wie bei diesem von HoloLens oder von DJI. Das darf man sich dann nicht erwarten. Dementsprechend habe ich gerne etwas mehr gezahlt, aber immer noch nicht so viel wie das von DJI zum Beispiel um 350 Euro. Da finde ich einfach Preis-Leistung top. Schreib mir mal deine Meinung dazu, wie du den Ton findest oder wie du die Features vom HoloLens findest. Vielleicht verwendest du ein anderes Lavalier-Mikrofon. Lass mich in den Kommentaren wissen, was du darüber denkst. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben und am besten gleich ein Abo dalassen, damit du keines meiner Videos verpasst. Bis dahin, ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist.